Guten Tag. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauende, zu unserem zweiten Briefing in der Reihe Europa hinter den Schlagzeilen. Unser Format: 30 Minuten, drei spannende Gesprächspartnerinnen und ein aktuelles, durchaus kontroverses Thema, das in der europäischen Perspektive diskutiert werden kann und soll. Unser heutiges Thema: Verbindung oder Spaltpilz? Die Kontroverse um Nord Stream 2. Kaum ein Projekt mit deutscher Beteiligung hat in den vergangenen Jahren für so viel Zündstoff gesorgt wie der zweite Strang der Gaspipeline, die Russland und Deutschland über die Ostsee miteinander verbindet. Doch nicht nur innerhalb der deutschen Bevölkerung musste das Projekt einige Kritik einstecken, sondern auch im europäischen Ausland und in den USA stieß Nord Stream 2 auf Unverständnis und teilweise auch Unmut. Insbesondere die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten. Auch Frankreich, die USA und die Ukraine ermahnen, dass die Pipeline die europäischen Abnehmerstaaten abhängig von russischen Erdgaslieferungen mache. Auch Brüssel sieht einige kritische Punkte. Im September wurde die Pipeline fertiggestellt und wird jetzt langsam mit Gas gefüllt. Und deswegen diskutieren wir, wie geht es jetzt weiter? Wie können wir eine europäische Einigung in der Hinsicht erzielen? Welche neuen Impulse kann zum Beispiel das Weimarer Dreieck setzen? Kann das Projekt trotz aller Kritik zu einem besseren deutsch-russischen oder deutsch-osteuropäischen Verhältnis beitragen? Und wie passen Erdgas und die Energiewende auch vor dem Hintergrund der steigenden Gaspreise zusammen? Über diese Fragen und noch viel mehr diskutiere ich heute mit drei spannenden Expertinnen. Frau Silvia Andrawoits-Bodych, Referentin für klimapolitische Zusammenarbeit Polen-Deutschland bei German Watch, einem Think Tank, der sich den Themen globale Gerechtigkeit und Erhalt der Lebensgrundlagen widmet. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Hallo. Herr Robert Gampfer, politischer Referent, zuständig für unter anderem Klima, Umwelt und Energie in der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, zuvor in der Zentrale in Brüssel, zuständig auch für andere Themen. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und last but not least, Herr Thomas Dudek, Journalist, Publizist, schreibt über Polen, Russland, Politik, aber auch Sport, unter anderem für Cicero, DNTV und auch früher für die Zeit. Herzlich willkommen bei uns. Hi, ich heiße Veronika Priesmayat-Kotsch, Sender aus der Europäischen Akademie Berlin und freue mich auf den Austausch. Und Herr Dudek, mit Ihnen fangen wir an. Die Pipeline wird mit Gas gefüllt, aber was heißt das konkret? Und sind alle Probleme für den Tisch? Was hört man in Deutschland und Polen und in Europa? Also die Gaslandwirtschaft wird gefüllt, aber die Probleme beginnen vielleicht ist jetzt, muss man auch sagen, weil ich meine, der Widerstand, der ist ja geblieben. Der ist ja jetzt, verschwindet jetzt nicht, gerade auch in Polen, in der Ukraine. Und ja, man muss halt die Probleme bedenken aus zweierlei Sicht. Einerseits die politischen Folgen dieser Pipeline. Also man muss ja wirklich sagen, dass ja auch, sagen wir, nehmen wir ein Beispiel Polen. Die politische Gesellschaft oder diese Landschaft in Polen ist ja ziemlich zerstritten, aber es gibt einen gemeinsamen Konsens, das ist der Widerstand gegen Nord Stream 2. Aber das war auch schon gegen Nord Stream 1 so. Also, man muss sich nur erinnern, Radosław Sikorski, vor über 10 Jahren hat er schon irgendwie den ersten Strang mit dem Hitlers Teilpakt verglichen. Also das zeigt ungefähr, wie quasi über alle Parteigrenzen hinweg dieser Widerstand gegen Nord Stream da ist. Also das heißt, wir haben einen enormen Misstrauensverlust gegenüber Deutschland, den jetzt auch die zukünftige Regierung abarbeiten muss, erarbeiten sich muss, wieder um dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Es wird auch spannend sein, welche Form der Nord Stream 2 in den Koalitionsverträgen spielen wird. Wir haben das Beispiel der Ukraine. Also die Ukraine setzt vor allem sehr viel Hoffnung auf Deutschland, auf die deutsche Außenpolitik, bezüglich auch des Konflikts mit Russland. Und ja, hier auch da zeigt man sich große Enttäuschung, weil ja, sagen wir auch, wenn man so beobachtet hat, wie zum Beispiel die Reaktionen waren jetzt auf diesen beiden Merkel-Vertrag der Einigung im Juli in der Ukraine, dann fühlte man sich in der Ukraine so wie in den dunkelsten Zeiten, als quasi zwei ja, Supermächte über deren Köpfe hinweg irgendwas entscheiden. Kann man auch verstehen. Also quasi
USA und die Deutschland vereinbaren, dass Deutschland 400 Millionen Euro erstmal hier hilft bei der Energiewende, die zuerst da fließen soll. Also es kommt, ist zwar der Gedanke, ist zwar sehr schön, Energiewende, aber man kann das nicht irgendwie über den Kopf eines anderen Staates vereinbaren. Also das kommt natürlich da, da daneben. Und wir haben natürlich auch noch für die Ukraine der enorme finanzielle Verlust. Also ich meine, die Ukraine war bisher das wichtigste Transitland. Bis 2019 flossen da 90, teilweise in Bühnen, haben sie mir irgendwo aufgeschrieben, 90 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich. Jetzt werden das durch diesen neuen Transitvertrag, der 2019 geschlossen wurde, und der nur eine Laufzeit hat bis 2025, sind es nur 40 Milliarden. Also das heißt irgendwie, wenn alles gut läuft, verdient die wirklich sehr finanzschwache Ukraine in den nächsten bis 2025 nur 7,2 Milliarden Euro aus diesem ganzen Transitgebühren. Das ist für das Land ein enormer Verlust. Und die Ungewissheit ist, was passiert nach 2025? Werden die Leute in der Ukraine weiterhin gefüllt oder bleiben sie halt ja leer? Das wird, und dann sind noch die Probleme, die dann halt quasi noch weiterhin zeigt, dass eben nach 2025 die Probleme weiter und Diskussionen weitergehen werden. Okay, also wir haben dann sozusagen, vielen Dank dafür, wir haben damit sozusagen mit teils alter Kritik zu tun, also so insgesamt an der gesamten Idee von Nord Stream, also der Baltic Pipe, also der baltischen Pipeline. Aber auf der anderen Seite haben wir tatsächlich mal auch ganz konkrete Auswirkungen auf die europäischen Staaten. Trotzdem, und da geht es ja auch die Frage, meine Frage auf Frau Andrawoits-Bodych. Wie geht es jetzt tatsächlich mal konkret weiter mit dem Nord Stream? Wie sehen Sie das? Was wird ja bei Gemmernmusch diskutiert? Weil nochmal zurück, die Pipeline wird jetzt gerade mit Gas gefüllt. Also für mein Verständnis ist es ja halt so, es findet auf jeden Fall statt. Also in welche Richtung sollen wir jetzt denken oder worauf sollen wir uns konzentrieren aus Ihrer Sicht? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also wir haben noch kein Datum für Betriebsnahme dieser Pipeline. Also daher momentan wissen ja auch wirklich niemand, wann diese Infrastruktur tatsächlich auch genutzt werden kann. Also technisch gesehen, ja, da haben Sie recht, die ist ja jetzt fertig, aber es geht natürlich auch ganze Reihe von Genehmigungsverfahren, die noch sozusagen am Laufen sind. Es geht um beispielsweise Gasmarktrichtlinie, die genau eine gewisse Schwierigkeit für das Projekt Nord Stream 2 gerade darstellt. Es geht um die Zertifizierung dieses Pipelines, und das ist gerade so die große Frage. Deswegen technisch gesehen, ja, das Projekt ist eigentlich schon sowas von fertig, aber an der anderen Seite, die Hürden bei Genehmigungsverfahren sind noch sehr hoch, und es kann auch tatsächlich am Ende so kommen, dass es auch daran, das Projekt auch daran scheitert. Also eigentlich alles liegt in den Händen der Europäischen Kommission oder halt der Diskussion in der Europäischen Kommission. Ja, wunderbar. Dann gehen wir natürlich schon mal auch in die Richtung Europäische Kommission, Herr Gampfer. Genau, wie ist denn das eigentlich? Ist das eigentlich ein binationales Projekt, deutsch-russisch? Ist das ein europäisches Projekt? Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die Europäische Kommission? Und eben, wie Frau Andrawoits-Bodych gesagt hat, die Hardware ist da, die Pipeline ist gebaut. Es fehlt jetzt noch die Software. Also was machen wir jetzt konkret mit der Software? Ja, so ganz ist es, glaube ich, nicht so, dass alles in den Händen von uns, der Kommission, liegt. Und in dem Fall wollen wir das auch gar nicht. Also das ist eigentlich schon richtig, so wie die Kompetenzen liegen. Es ist kein, also ganz formal kein europäisches Projekt. Es ist ein deutsch-russisches Projekt. Das haben wir auch immer klar so gesagt. Und das liegt auch einfach daran, dass in den europäischen Verträgen das so angelegt ist, dass jeder Mitgliedstaat seinen Energiemix selber bestimmen kann. Und das heißt auch, er kann selber bestimmen, wo er die Rohstoffe für die Energieerzeugung im Land herbekommt. Trotz aller gemeinsamen Klimaziele und Energiepolitik, die wir haben, ist das ein Prinzip, auf dem die Mitgliedstaaten sehr, sehr bestehen. Und das ist auch ganz verständlich so. Deswegen ist es also zunächst mal eine Sache in der EU für Deutschland. Und wo was so aus unserer Sicht, wo wir eben beteiligt sind, ist in der Tat, weil was jetzt die Zertifizierung und Inbetriebnahme angeht, die Frage, ob Nord Stream 2, die Betreibergesellschaft und die Pipeline eben die
europäische Gasmarktrichtlinie erfüllt. Und da geht es eben drum. Normalerweise soll der Betreiber der Pipeline und der Hauptimporteur des Gases, das durch die Pipeline fließt, müssen das eben juristisch zwei getrennte Unternehmen sein. Und die Frage, das muss jetzt die Bundesnetzagentur in Deutschland entscheiden. Und die Kommission muss dann eben diese Entscheidung sozusagen nochmal begutachten und bestätigen, ist eben die Frage, ist das der Fall? Und dann haben wir eine parallele Streitigkeit, die Nord Stream 2 vor den Europäischen Gerichtshof gebracht hat, indem sie argumentieren, dass aus verschiedenen Gründen diese konkrete Pipeline noch nicht dieser relativ neuen Gasmarktrichtlinie genau diesen Regelungen unterliegen könnte. Da hat der europäische Generalanwalt letzte Woche, glaube ich, bestätigt, dass das ein Fall ist, mit dem sich der Europäische Gerichtshof befassen kann und wir vermutlich wird. Ja, und da warten wir dann natürlich ab, was die Judikative da sozusagen für ein Urteil fällt. Und ansonsten, ja, kann man vielleicht noch kurz sagen, wir gehen halt, wenn man so an eine Analyse der Pipeline, was die Energiepolitik angeht, denkt, wie gesagt, das ist die Sache jedes einzelnen Mitgliedstaat, wie er sich versorgt, aber wir sehen es jetzt nicht so, dass Nord Stream 2 nötig wäre, um die Energiesicherheit der EU zu verbessern oder um unsere Energiewende, diese Transformation mit diesem europäischen Green Deal, um die zu beschleunigen. Also dieses Argument, dass wir da mehr Gaslieferungen als Übergangslösung auf dem Weg hin zu rein erneuerbaren Energie brauchen und dass Nord Stream 2 dazu nötig ist, dem können wir jetzt analytisch nicht ganz folgen. Und wir verstehen natürlich die Sorgen, die manche ostmitteleuropäischen Mitgliedstaaten und die Ukraine haben, wenn sie da aus dem Gastransit aus Russland jetzt so ein bisschen ausgeschlossen werden könnten. Also die Kommission oder die EU war ja auch ein wichtiger Wegbereiter für dieses Gastransit-Rahmenübereinkommen mit der Ukraine und fühlen uns weiterhin verpflichtet, dass diese vertraglichen Verpflichtungen da auch gewürdigt werden. Okay. Zur Ukraine kommen wir gleich. Ich würde gerne trotzdem nochmal Frau Andrawolz-Bodek noch ein Thema ansprechen, was Sie, Herr Gampfer, angesprochen haben, auch erwähnt haben. Ja, eben. Auf der einen Seite Erdgas, auf der anderen Seite Energiewende. Also wie hängt das zusammen? Und wie ist eigentlich mal diese Zukunft der Gaslieferungen nach Europa im Kontext auch des Green Deals? Also wie sollen wir uns da alles das vorstellen? Spielt Gas noch eine Rolle in dem Kontext eigentlich? Das hängt davon ab, wenn Sie fragen. Wenn Sie mich fragen, dann... Klar, das ist jetzt nicht die Zukunft, die wir uns erträumen und wir wollen, also das Ziel ist, auf den Ausbau der erneuerbaren Energie zu setzen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die alle Mitgliedstaaten mit Anerkennung des Green Deals auch auf sich genommen haben und da sollte sozusagen unser Schwerpunkt liegen. Aber es gibt viele Mitgliedstaaten, auch wie Polen und Deutschland beispielsweise, die Gas als eine Übergangslösung sehen, bis sozusagen, also ne, Polen, Deutschland sollten, also und nicht nur Polen, Deutschland, aber auch andere Mitgliedstaaten sollen aus der Kohle aussteigen. Dann, aber es gibt noch nicht genug erneuerbare Energie auf dem Markt, da ist der Prozess noch etwas zu langsam, da müssen auch die beiden Länder, auch Frankreich, nachholen und aufs, genau, also einfach Tempo dabei machen und die sehen einfach also Gas als eine mögliche sozusagen eine Zwischenlösung. Das Risiko ist dabei, dass man da einfach gewisse Lock-in-Effekte erreicht. Das ist natürlich auch mit gewissen Investitionen wieder verbunden. Da fragt man sich ja,
okay, ist das Geld eigentlich, was wir von dem Ausbau der erneuerbaren Energie ausnutzen könnten, das wert, in Gas und in Gasinfrastruktur zu investieren? Und letztendlich, das wird genauso diese Frage, die auch Europäische Kommission dieses Jahr, also Ende des Jahres, entscheiden wird, ob beispielsweise Gas als eine Übergangslösung, genauso wie Kernenergie, das ist ja auch ein weiteres Thema, als eine Zwischenlösung dienen könnte. Okay. Das ist tatsächlich eine interessante Perspektive. Herr Gampfer, noch ein ganz kurz in Ihre Richtung, weil das, was tatsächlich mal, womit wir zu tun jetzt zurzeit haben in Europa, sind tatsächlich explodierende Gaspreise. Na, auf der einen Seite wissen wir noch nicht so, wie ist das eigentlich mit den ganzen Gaslieferungen oder mit Nord Stream. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Preise wirklich enorm gestiegen sind und was wir wahrscheinlich auch noch mal weiter steigen werden. Wo kommt das eigentlich her und was kann man dagegen tun? Mit Bitte um kurze Antwort oder ja, etwas kürzer. Wo es herkommt, aus unserer Sicht vor allem durch eine relativ plötzlich stark gestiegene Nachfrage, und zwar nicht einfach nur in Europa, sondern weltweit. Also wir haben gerade in Asien und Nordamerika eine viel schnellere wirtschaftliche Erholung jetzt am Ende der Corona-Krise, als das erwartet war. Das heißt, die Energienachfrage steigt stärker als gedacht und vor allem schneller als gedacht. Also wir sehen auch nicht nur hier in Europa steigen die Gaspreise, sondern eben auch in China und den USA. Auch in den USA gibt es Versorgungsprobleme. Und gleichzeitig muss zum Beispiel Russland als ein großer Lieferant jetzt eben auch seine eigenen Gasspeicher mit Blick auf den Winter auch erstmal auffüllen. Und es ist, was Russland da sagt, sie müssen da ihre eigene Versorgung sicherstellen, haben bestimmte technische Probleme. Das ist schon also auch plausibel, ist wohl so. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, ob Russland dann noch seine längerfristig mehr Gas über die bestehenden Vertragsverpflichtungen hinaus mehr Gas nach Europa liefern sollte, ob das da irgendwie aus geopolitischen Gründen nicht gemacht wird. Das ist aber gar nicht so der Punkt aus unserer Sicht, denn genau, Ihr zweiter Punkt ist ja, was kann man denn gegen die, vielleicht nicht gegen die steigenden Gaspreise, aber gegen die Auswirkungen davon machen? Und jetzt mal langfristig gesehen, ist das eigentlich, was jetzt passiert, ist so ein ganz anschauliches Beispiel, warum wir jetzt, genau jetzt, mit unseren Energiezielen innerhalb des europäischen Green Deal endlich deutlich schneller vorangehen müssen. Und eine Bestätigung, warum wir dieses Fit for 55 Gesetzesvorschlagspaket vor 2 Monaten vorgelegt haben, das beinhaltet ja unter anderem Novellen für Energieeffizienz und für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn wir sehen ganz klar, was ein Problem ist, ist, wenn wir sehr stark von Lieferungen oder einfach von fossilen Energieträgern abhängig sind. Ob das jetzt nun Gas ist, das aus Russland kommt oder ein anderer fossiler Rohstoff von woanders auf der Welt, ist dann eigentlich egal. Wenn die Nachfrage plötzlich steigt, dann steigen auch die Preise, weil es ja nur ein bestimmtes Angebot gibt. Bei den erneuerbaren Energien sehen wir jetzt, na, die Preise sind da ein bisschen höher, als es vielleicht bei Gas vorher der Fall war. Aber was wir jetzt gerade in Deutschland beispielsweise sehen, viele erneuerbare Anlagen werden jetzt auf einmal sehr schnell wirtschaftlich rentabel, weil die nämlich jetzt bei diesen höheren Gaspreisen auf einmal viel, viel kostengünstiger im Vergleich sind. Und die brauchen dann auch nicht mehr diese EEG oder diese Förderung durch die EEG-Umlage. Sie können selber am Markt bestehen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir hinkommen wollen. Denn da sehen wir ja, der Preis der erneuerbaren Energien, der ändert sich jetzt ja nicht groß. Also dieses Angebot, das ist ja erstmal da. Und auch wenn da die Nachfrage steigt, wenn wir genug Erzeugungskapazität haben, dann können wir die in Europa erstmal decken. Und da müssen wir eben hinkommen, dass wir mehr grüne Energie aus Europa oder auch von woanders her beziehen können. Ja, okay, wunderbar. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, jetzt ganz klar geworden. Herr Dudek, was sagt denn eigentlich dieses ganze Thema Nord Stream 2 und auch natürlich unsere geopolitische Rohstoffabhängigkeit über uns und wie tatsächlich mal gehen wir mit den Ländern um, die durch Nord Stream 2, wie die Ukraine, tatsächlich einen wirtschaftlichen Schaden haben oder haben können?
Was bieten wir denn an? Ach, schöne Worte. Außer ein paar schönen Erklärungen, man führt dazu. Ich meine, eigentlich kann Deutschland nicht viel anbieten. Also so ein schönes Beispiel, sagen wir mal die Ukraine. Für die Ukraine geht es ja nicht nur um wirtschaftliche Namen, sondern auch um geopolitische Sicherheit. Also in der Ukraine herrscht ja auch die Angst, dass wenn irgendwie das Land selber als Transitland nicht mehr interessant ist, dass man natürlich auch ein militärisch ein leichteres Opfer für Russland, für Putin sein wird. Und ich meine, man muss sich ja nur die letzten Aufsätze von Putin anlesen, durchlesen, dass irgendwie diese Verbrüderschaft, diese Einheit zwischen Ukraine und Russland betont er ja immer wieder. Und wenn man sich so mal die Tatsachen anguckt, ich meine, obwohl Russland, Ukraine ein Transitland ist, hatte Russland keine Bedenken, irgendwie die Krim zu besetzen oder zu annektieren und auch irgendwie im Osten des Landes einen Krieg auszubrechen. Und wie sagt man, Deutschland oder die EU haben hier irgendwie Sanktionen irgendwie ausgesprochen, aber es hat Russland nicht bewogen, irgendwie hier irgendwie alles das zurückzunehmen. Das heißt, irgendwie ein paar schöne Worte und so etwas, aber irgendwie, man kann eigentlich im Grunde genommen keine Sicherheit irgendwie geben. Und sagen wir mal auch irgendwie, das Gleiche gilt auch für Polen und für die anderen Staaten. Ich meine, jetzt steigt auch irgendwie, wie ich jetzt gehört habe, auch Moldawien um irgendwie Hilfe, weil es mittlerweile auch irgendwie Angst hat, irgendwie mit Gas umgegangen zu werden. Und für einen Moldawien ist auch ein Staat, der irgendwie auf diesem geopolitischen, europäischen Blickfeld ja gar kein Platz ist. Ja. Aber auf der anderen Seite bleiben wir noch mal ganz kurz bei Ihnen. Kann man doch schon sehen, dass sowohl die baltischen Staaten als auch, glaube ich, in der Ukraine der Streit um Nord Stream 2 und eben diese geopolitische Rohstoffabhängigkeit doch zu einem Umdenken geführt hat und zu einem Trend hin zu grünen und erneuerbaren Energien. Also kann man sagen, dass wir zwar natürlich auf der einen Seite das Problem nicht lösen können, aber auf der anderen Seite suchen wir doch nochmal neue Lösungen, beziehungsweise sehen wir, dass neue Lösungen auch möglich sind in den Ländern. Also Litauen ist ein schönes Beispiel. Also Litauen, ich meine, als ehemalige Sowjetrepublik war Litauen ja sehr abhängig von russischen Energielieferungen, nicht nur was Gas, sondern auch Strom angeht. Und in den letzten Jahren hat irgendwie Litauen eine unheimliche Kraft durchgebracht, um irgendwie sich nicht nur autark zu machen, sondern auch irgendwie erneuerbare Energien zu fördern. Und man darf nicht vergessen, wir haben es mit Litauen, mit einem kleinen Staat zu tun. Irgendwie, dem fällt das leichter irgendwie als, sagen wir mal, eine großen Ukraine und auch einen großen Polen. Und Polen versucht sich ja auch irgendwie autark zu machen. Für das Beispiel ist halt irgendwie die Baltic Pipe. Die hat ja auch irgendwie den Nachteil, irgendwie, dass Polen dann irgendwie unabhängiger wird vom russischen Gas. Gleichzeitig aber auch die Ukraine auch irgendwie dazu beiträgt, dass die Ukraine als Transitland nicht interessant wird oder uninteressant wird. Also das sind halt immer so Sachen irgendwie, es gibt eigene Wege, aber es gibt auch halt immer irgendwie, die kann nicht jeder schaffen und die haben auch teilweise auch Opfer. Auf jeden Fall, weil wir heute versuchen, so ein bisschen eben nach möglichen Wegen und nach möglichen Lösungen zu suchen. Und deswegen schaue ich in Richtung Frau Andrawitz-Bodych und tatsächlich auch nochmal so ein bisschen nach Europa. Was kann man vielleicht in regionalen Formaten, wie zum Beispiel Weimarer Dreieck, in der Hinsicht bewirken? Also kann man tatsächlich versuchen, auch jenseits der großen Kritik, doch mal für mehr Zusammenarbeit in einem energiepolitischen Bereich in Europa, auch in natürlich im klimapolitischen Bereich in Europa, da ein Momentum erzeugen und auch Akzente zu setzen. Ab Januar sind die Franzosen mit ihrer EU-Ratspräsidentschaft dran. Vielleicht ist das ein guter Weg. Ja, auf jeden Fall. Wir stehen vor einer sehr großen Aufgabe oder einfach eine Herausforderung, Green Deal umzusetzen. Wir haben jetzt das Fit for 55, mit dem sozusagen den Weg der künftigen europäischen Klima- und Energiepolitik zeigt. Und wir brauchen deswegen starke Kooperationen innerhalb der Europäischen Union, die sich für eine
ja, schnelle, aber auch effektive Verhandlungen um das Paket einsetzen und die vor allem aber auch eine gewisse Verständnisbrücke bauen für sozusagen nationale Umstände oder Ausgangssituationen, die also jedes Mitgliedstaat so mitbringt. Und deswegen wäre es ein Weimarer Dreieck und sogar besser gesagt ein grünes Weimarer Dreieck, der genau zur Grundlage seiner Arbeit die Umsetzung des europäischen Green Deals macht, um genau zu schauen, wie können wir durch diese Kooperation, durch die Schaffung weiteren informellen Austauschformate, wo es genau um die klima- und energiepolitischen Themen geht, nochmal diesen Prozess, diesen schwierigen Prozess zu beschleunigen, aber auch genau die Sorgen, die auch in Ost- und Mitteleuropa da ist, um die soziale Auswirkung der Klima- und Energiepolitik, die noch besser auf der europäischen Ebene zu berücksichtigen und diese Herausforderung besser gemeinsam angehen zu können. Ja, Weimarer Dreieck ist ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite haben wir natürlich Deutschland, Frankreich, auf der anderen Seite Polen. Und in Polen, just aus Polen hatten wir jetzt auch übers Wochenende mal durchaus kritische Bilder gesehen, aus den wirklich zahlreichen Protesten, was ja die Entscheidungen des polnischen Verfassungstribunals angeht oder Verfassungsgerichtes im Hinblick auf doch Verständnis oder so eine besondere Auslegung vom nationalen Recht, das Primat über das europäische Recht haben soll, laut zum Beispiel dem Verfassungsbericht. Kann man mit Polen, trotz all diesen Kontroversen, die es ja auch auf der europäischen Ebene gibt, beziehungsweise auch künftig wird, geben wird, kann man mit Polen trotzdem einen energiepolitischen Neustart wagen, Herr Dudek? Ja, natürlich, weil Polen selber Interesse hat, irgendwie diese Energiewende auch irgendwie durchzuführen. Und ich meine, es wird da immer so viel gerne gezeigt mit dem Finger, Mensch, Polen ist so diese große Kohleverbrenner. Aber irgendwie ist Polen tut schon einiges, nur, um auch diese Wende zu schaffen. Das Problem ist einfach, dass wir vielleicht in Deutschland und Polen unterschiedliche Vorstellungen haben, was diese Energiewende angeht und wie diese vollzogen werden kann. Schönes Beispiel ist ja die Atomenergie. Deutschland irgendwie macht einen Atomausstieg, die Polen setzen voll auf Atomkraft und das ist so etwas, wo es halt noch wirklich irgendwie Diskussionen und auch, glaube ich, einige Konflikte geben könnte. Aber wie gesagt, also auch die Polen haben Interesse, irgendwie die Energiewende zu schaffen. Okay. Und noch ein Thema, was wir noch mal ganz kurz ansprechen können zum Schluss, nämlich das Thema des deutsch-russischen Verhältnisses. Wenn wir noch mal auf dieses Thema Nord Stream zurückblicken, kann die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, aber haben wir eine Chance, trotz der Kontroverse rund um Nord Stream 2 doch bessere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland pflegen oder auch entwickeln, auch im europäischen Kontext? Herr Gampfer, trauen Sie sich eine Aussage dazu? Naja, da kann man zumindest allgemein sagen, natürlich ist das jetzt mit Nord Stream 2 eine eher problematische, relativ verfahrene Situation, aber unser Green Deal, da geht es ja nicht nur um eine Energiewende innerhalb Europas, sondern das ist, glaube ich, für uns schon auch ein bisschen so die Chance, über Europa hinaus ein bisschen Partnerschaften zu suchen. Es wird ja auch nötig sein, dass wir erneuerbare Energie von außerhalb Europas importieren, ob das jetzt irgendwie über Stromleitungen direkt ist oder mit grünem Wasserstoff als Energieträger. Und da ist Russland momentan, was die Produktionskapazität angeht, vielleicht nicht der Lieferant, an den man als erstes denkt im Vergleich zu fossilem Erdgas. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht Potenziale sehen kann und Kapazitäten aufbauen kann. Und natürlich könnten wir über so eine grüne Energietransformation, auch über eine Energiewirtschaftskooperation, da denke ich, wieder zu einer bisschen offeneren, kooperativeren Beziehung miteinander kommen. Frau Borde, Herr Dudek, sehen Sie das auch ähnlich? Also man muss vielleicht wirtschaftlich und politisch sehen. Also ich meine, diese wirtschaftliche Arbeit, also ist ja da, auf jeden Fall in bestimmten Bereichen, was Energie oder Gaslieferung angeht.
ob jetzt nun politisch irgendwie diese Zusammenarbeit irgendwie besser wird oder das Verhältnis, das spielt ja noch, da gibt es ja noch, spielen noch andere Aspekte in der Rolle, wie Menschenrechte und so etwas. Also mir fällt es da schwer, irgendwie jetzt hier irgendwie das Nord Stream 2 als das Heilmittel für die perfekten deutsch-russischen Beziehungen zu nennen. Ja, aber tatsächlich mit Nord Stream 2 sind ja auch schon gewisse Chancen oder Vorstellungen verbunden, dass genau über die mögliche, also über das Nord Stream 2, also über diese Pipeline dann künftig grüner Wasserstoff importiert wird, ob das dann technisch auch tatsächlich durchsetzbar ist, da muss man das noch schauen. Aber tatsächlich dieser Ausblick in die Zukunft, wo das Thema, also in der das Thema Klima- und Energiepolitik eine wichtige Rolle spielen soll, da müssen wir auch Partnerschaften mit schwierigen Partnern pflegen, um genau diese enorme Aufgabe zur Klimaneutralität zu meistern. Oh, wunderbar, vielen Dank. Das war tatsächlich jetzt schon, das waren schon die 30 Minuten, die wir hatten. Das war unser zweites Morning Briefing in der Reihe Europa hinter den Schlagzeilen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Andra Wolz-Borde von German Watch, Thomas Dudek und Robert Gampfer von der Europäischen Kommission, Vertretung der Europäischen Kommission hier in Deutschland, für den wunderbaren und kurzweiligen Austausch. Wir machen weiter in insgesamt 5 digitalen Briefings, auch einem mehrtägigen Workshop im November sowie einer besonderen Abschlussveranstaltung. Blicken wir in den nächsten Monaten hinter die Kulissen des europäischen Geschehens und fragen eine oder andere Schlagzeile, oder schauen hinter eine oder andere Schlagzeile und versuchen zu verstehen, wie die Kontroversen sind, aber auch natürlich, wie die europäischen Interessenlagen in einer oder anderen Hinsicht aussehen. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt auf die neuen Themen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.